So, 61. Folge. Jetzt habe ich irgendwie die Taste nicht gefunden, wo die Aufnahme anfing. Sehr merkwürdig. Na gut, 61. Folge. Ja, und nachdem wir den Kuhhandel abgeschlossen haben und die erste Kuh hier schon durch das Birnenfeld läuft in unser Gehege und haben wir irgendwie komplett vergessen, dass die, also unsere zweite Brücke jetzt fertig ist. Schön, oder? Aber die muss natürlich noch mit einem Weg verbunden werden. Und das machen wir ganz einfach. So, so, so. Fertig. Und da läuft schon die zweite. Und ich habe so das Gefühl, wir müssen dann auch schon bald das zweite Kuhfeld bauen. Aber bevor es an die Kühe geht, habe ich Folgendes vor. Ich werde auf jeden Fall hier jetzt ein Haus noch fertig kriegen, weil wir brauchen einfach mehr Labor, ob wir wollen oder nicht. Und da wir ja letztes Mal einmal sogar kein Haus hatten für den einen Bewohner, baue ich trotzdem nochmal so ein Boardinghaus. Einfach auch, damit wir es mal haben, weil wir haben das noch in keiner Folge fertiggestellt, also in keiner Staffel, auch nicht in der ersten. Da hatten wir es ja angefangen bei der Umsiedlung, aber wir haben es, glaube ich, oder hatten wir es fertiggestellt? Ich weiß es gar nicht, um ehrlich zu sein. Naja, zumindest, ja, fehlt es uns. Ja, und wir brauchen, habe ich beschlossen, noch einen zweiten Woodcutter, denke ich. Aber vorher das Haus. Auf geht's. Die Felder sind geerntet. Schon im frühen Herbst. Das heißt, wir können auch wieder auf Eisensuche gehen, Steinsuche hier extern gehen. Wohne hier als nächstes auch abholzen, nämlich hier. Und dann können wir hier, wie gesagt, auch das nächste Feld gleich anschließen. Hier, wo war es denn hier? Nee, wir bauen erst die Wege. So haben wir es immer gemacht, so machen wir es auch diesmal. Bin ich eigentlich so. Genau. 14 in die Richtung. So. 14 in die Richtung. Und 14 in die Richtung. Ja, da hörte schon die Kühe. Das läuft. Und dann bauen wir hier auch schon das zweite Feld. 12 mal 12, genau hin. So, bauen wir 44 Loks, die Hammer. Ein neues Kind ist geboren. Es ist geboren. Hier das Haus. Da wird das Material rangeschafft. Passt. Sehr schön. Da wird noch geerntet. Wir haben die Schnelligkeit auf 1, merke ich gerade. Stimmt, wir hatten ja beim Handel da. So. Ich habe schon überlegt, noch eine Kuhzahn oder noch zwei, aber nein, wir wollen nicht übermütig werden. Wir brauchen das Feuerholz für den Winter. Vier Kühe reichen. Wenn wir Glück haben, kommt er beim nächsten Mal und bringt Schafe. Das wäre natürlich der absolute Oberhammer. Gucken wir aber mal. Da brauchen wir auch erstmal noch einen Woodcutter. Eher können wir uns das eh nicht leisten. Aber da die ja jetzt eh Zeit haben, können wir hier mal schon mal die ganzen Krempel abholzen, weil den Platz braucht er. Und die Leute hätten ja eigentlich Zeit. Jetzt haben wir 14 Kinder, nur 4 Schüler und 55 Erwachsene. Also das heißt, es kommt in nächster Zeit, in den nächsten Folgen auf jeden Fall eine große Welle an Leuten an. So wie es ausschaut. Und ein Stein fehlt, dann können wir das erste Gebäude bauen. Sehr ärgerlich. Na, wo bleibt der Stein? Die eine Kuh, die will nicht rein, kann nicht rein, ist ein Bug, was fehlt, woran liegt, weiß keiner. Okay. Und ein Farmer ist gestorben. Naja, egal.
passiert. Ist jetzt an und für sich nicht so schlimm. So tragisch, wie es klingt. Und jetzt dürften wir gleich den Stein zusammen haben. Hier hinten wird schon fleißig abgeholzt. Da fehlen nur noch zwei. Sehr schön. Also Holz werden auch keinen Mangel haben. Sehr schön. Und da ist es. Auf geht's. Und der ist dann auch da eingeteilt. Sehr schön. Da geht's ja ganz schön schnell jetzt voran. Muss man ja so sagen. Eins nach dem anderen gebaut, aber naja gut, ich meine, was soll's. So war es ja prinzipiell auch geplant. Und da haben wir unsere Kühe. Schön. Und Essen seht ihr 16.000, da kann uns eigentlich momentan gar nichts passieren. Ich glaube, selbst wenn wir die vier Häuser fertig haben, brauchen wir immer noch gar nicht daran denken, irgendwas Neues zu machen, nachdem wir jetzt auch sogar noch diese Kuhfarm haben. Es ist optimal. So sollte es sein. Wie schnell kommen wir hier voran? Nicht so schnell. Schade. Jetzt aber. Und jetzt ist der Händler weg. Tschüss, Händler. So, hier ist jetzt auch das ganze Holz. Sehr schön. Und hier ist gleich das ganze Holz weg. Das ist auch sehr schön. Na, das läuft doch. Wie am Schnürchen. Wie weit ist es? 28. Oh, ein Student. Sehr gut. Ein sehr gutes Zeichen. Holz und Holz. Ihr seht, Feuerholz liegt auch alles sehr schön in der Waage, also das passt. Und die Nahrung auch. Und wir kriegen einen neuen Labor. Der gleich zum Bilder wird. Oder haben wir irgendwo einen Mangel? Nö. Aber wir brauchen auf jeden Fall immer so 300, sagen wir mal 500 Feuerholz hier zum Handeln, damit wir richtig was reißen können. Und da ist es fertig. Und da wohnen auch schon zwei drinnen. Sehr gut. Das läuft. Ich bin zufrieden. Und dann werden die, denke ich, genau nach da hinten gehen. Sehr gut. Das läuft. Ich bin begeistert. Ohne Mist. Hätte ich nicht gedacht.
Hier noch mal ein Brunnen wäre vielleicht nicht schlecht. Überlege ich. Oder hier? Nee, lieber hier. Okay. Der kostet mich zwar auch wieder Haufen Stein, oder? 40 Stein. Ein Haus. Fast ein bisschen viel. Oder hier hinter der Schule. Muss ja sowieso einen Weg lang. Mal gucken. Bauen die fleißig da hinten? Ja, sehr gut. Hier sind immer noch vier. Mal gucken, was hier so passiert. Da bin ich mal gespannt, was da nun bei rumkommt. Und das Lager für Werkzeuge ist voll. Das heißt, wir könnten den Blacksmith auch jetzt woanders einsetzen. Aber das will ich eigentlich ungern. Ja, das will ich ungern. Aber wir können hier... Wir haben Winter. Hier das Eisen rausholen und hier den Stein rausholen noch. An Rohstoffen. Sehr gut. So, läuft, würde ich sagen. Und dann warten einfach mal, bis wir wieder ein paar Steine haben. Was kostet denn der Markt? Das hat er, glaube ich, schon mal geguckt. Stein, 40 Eisen. Könnten wir hier hinsetzen, oder? Machen wir das jetzt? Auf geht's. Da ist er. Wir bauen ihn noch nicht. Nee, den bauen wir jetzt noch nicht. Ich will erst, ich habe gesagt, wir bauen die Häuser erst fertig, also bauen wir die Häuser auch erstmal fertig. Immer fangen da neue Gebäude an und dann bringt ja nichts. So, und da hinten, genau, wird der Stein abgebaut, das Eisen abgebaut, sehr gut. So sollte es funktionieren, in der Theorie. Und es ist wieder ein neu... Was? Ein Getterer ist tot. Okay. Und das ist nicht gut. Stonecutter wollte aufheben. Na gut, der ist ja gleich... Die sind ja gleich fertig. Genau. Lasse die noch fertig bauen und dann geht der eine Bilder... zum Getterer. Genau, so machen wir das. Bam, fertig. Bam, bam. Bam. Läuft. Und jetzt brauchen wir einfach Stein. Und Eisen. Aber Eisen haben wir eigentlich genug. Stein ist das Wichtige. Weil dann können wir dieses Gebäude fertig bauen. Und dieses daneben. Aber eins nach den anderen. Das klappt echt gut, wenn man da immer Pause macht und dann wartet. Da braucht man auch nicht so viele Leute, habe ich gemerkt. Also das rate ich auch jedem, der Banish spielt. Nicht zu viel auf einmal zu bauen. Dann lieber irgendein Gebäude, was im Bau ist, auf Pause zu machen, weil man überschätzt sich da sehr. Habe ich so das Gefühl, immer. Und jetzt hat schon wieder der Timer aufgeleuchtet. Das ist ja echt
Warum? Naja, gut, was soll's. Klopfen langsam bei Stufe 2. Trotz Stufe 2. Das können wir doch jetzt auch mal auf 100 machen. Sehr gut. Ja, da fehlen halt echt noch ein bisschen die Steine, aber die werden wir, denke ich, hier gleich zusammenkriegen. Hier sind doch noch ein paar Steine, die sie holen müssen. Tja, ja. Aber es wird langsam Frühling, das sieht halt, das sieht geil aus, finde ich. Doch, das sieht cool aus. Naja, gut. Das werde ich euch dann in der nächsten Folge alles zeigen, wie es weitergeht. Ich verabschiede mich erstmal und in der nächsten Folge dann den Bau der Häuser, damit wir den Markt endlich bauen können, würde ich sagen. Bis dahin sage ich Tschüss.